Wir bleiben in der Kommunalpolitik, gehen aber auf die andere Rheinseite nach Sinsheim. Die Stadt bekommt nämlich einen neuen Oberbürgermeister. Marco Siesing heißt er, 46 Jahre ist er alt und er hat mit deutlichen 77% die Wahl gewonnen. Ab dem 1. September wird das im Hintergrund dann auch sein neuer Arbeitsplatz sein. Das Rathaus, dort wird er dann nämlich Jörg Albrecht beerben, der 12 Jahre lang Oberhaupt der Stadt war und im Februar überraschend angekündigt hatte, aus familiären Gründen, dass das Amt niederzulegen. Neben Siesing war unter anderem auch der Neckar-Bischofsheimer Bürgermeister Thomas Seidelmann angetreten. Er kam allerdings auf rund 19% der Stimmen. Und obwohl erstmals auch ab 16-Jährige zur Wahl gehen durften, lag die Wahlbeteiligung bei gerade mal 36%. Marco Siesing, dem Wahlsieger, wird das wahrscheinlich mit Einschränkungen egal sein. Denn erstmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Allerdings auf der anderen Seite 36%, das bedeutet natürlich auch, diejenigen, die nicht zur Wahl gegangen sind, von ihrer Politik und generell von Kommunalpolitik wieder zu überzeugen. Ja, also das ist richtig. Erstmal freue ich mich natürlich über mein Ergebnis und freue mich auch darüber, dass es gleich im ersten Wahlgang geklappt hat. Aber wie Sie richtig sagen, 36%, damit kann man nicht zufrieden sein mit dieser Wahlbeteiligung. Es zeichnete sich so ein bisschen ab in den letzten Jahren auch schon, dass die Wahlbeteiligung eher zurückgeht bei diesen Wahlen, gerade in großen Kreisstädten Leimen. Vor ein paar Wochen war eine ähnliche Wahlbeteiligung, aber damit können wir nicht zufrieden sein. Wie erklären Sie sich das denn? Vor einiger Zeit hatten wir die Europawahl, da gab es die höchste Wahlbeteiligung seit der ersten Europawahl 1978, aber auf kommunaler Ebene zieht es die Leute nicht so richtig an die Urne, obwohl da ja eigentlich die Entscheidung für Sie vor Ort getroffen wird. Das ist richtig, ja. Also man kann es wirklich nicht verstehen, wenn man in dem Geschäft drin ist. Es ist allerdings auch so, dass es häufig bei den Menschen so ist, wenn sie denken, es wird wahrscheinlich der oder die werden, dann ist die Mobilisierung nicht so groß. Man geht dann nicht mit einer großen Anzahl an die Wahlurne. Das ist häufig ein Grund. Manchmal ist das Wetter ein Grund, das war jetzt gestern nicht der Grund. Generell ein Stück weit Politikverdrossenheit kann natürlich auch ein Thema sein. Eigentlich schade, weil auf der kommunalen Ebene wirklich die allermeisten Entscheidungen für die Menschen getroffen werden. Ja, und man kennt Sie ja auch, also Sie waren jetzt oder sind noch 9 Jahre lang schon Bürgermeister im benachbarten Eschelbronn. Das ist, also von daher kann man sich schon ein Bild davon machen, wie Sie agieren. Aber was sind denn die Impulse, die Sie setzen möchten? Was steht ganz oben auf Ihrer Agenda? Also ganz oben auf meiner Agenda stehen natürlich erstmal die praktischen Dinge. Ich möchte gerne die Leute kennenlernen. Das wäre mir das Wichtigste, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber natürlich auch die kleinen Dinge. Das Thema Sicherheitsgefühl ist in Sinsheim ein Thema, am Bahnhof, in der Allee. Das Thema Radwege ist momentan gerade ein großes Thema. Das sind so die praktischen Dinge. Aber langfristig und mittelfristig geht es auch um eine Strategie für Sinsheim. Wo will Sinsheim in den nächsten 15 Jahren hin? Wie soll die Stadt aussehen? Wie will man zusammenleben? Was ist die Idee? Und das möchte ich gerne mit dem Gemeinderat und allen anderen, die auch beteiligt sind, mit den Ortsvorstehern und den Bürgerinnen und Bürgern gerne rausfinden. Zusammenleben, Wort, das häufig bei Ihnen auch viel im Vorfeld, Gemeinschaftsgefühl. Jetzt kann man ja sagen, ja, gerade die EM hat ja gezeigt, es gibt ja sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl. Und zumindest da sehr themenbezogen. Wie kann man das in einer Kommune dann auch wieder stärken? Ja, man muss den gemeinsamen Geist für diese Kommune stärken. Also was macht die Kommune aus? Wofür steht sie? Das ist auch wichtig für die Strategie. Also da sind auch, werden dann die Dinge definiert, wo wollen wir hin? Was sind unsere Werte? Wollen wir familienfreundlich sein? Wollen wir eine digitale Kommune werden? Wollen wir Vorreiter in bestimmten Dingen werden? Und dahinter kann man auch Leute versammeln. Sicherlich nicht so viel wie hinter der deutschen Nationalmannschaft. Da müssen wir ehrlich sein. Aber ich glaube auch, dass man schon auch die Menschen für ihre Stadt und für ihren Ort auch begeistern kann und auch muss. Ja, auch begeistern wieder für Politik, nicht nur auf der wählenden Seite, sondern auch sich wählbar machen. Das machen auch immer weniger. Es gibt ja auch die Berichte, wir hatten auch selbst bei uns grundsätzlich schon in der Sendung Übergriffe auf Politiker, auch auf kommunaler Ebene. Ja. Wie erleben Sie das so in den vergangenen Jahren selbst? Ich habe es tatsächlich selbst noch nicht erlebt, aber es gibt auch einen Fall bei uns im Kreis, da ist es tatsächlich schon ganz schön kritisch gewesen. Dem Mann musste geholfen werden, das ist auch gelungen. Das nimmt zu, das hört man immer wieder, ist natürlich höchst bedenklich. Vertraue da einfach auf unsere Sicherheitsbehörden und auf unsere Rechtsprechung, dass sie da ganz klare Aussagen zutrifft. Ihnen alles Gute natürlich, alles Gute auch für die Geschicke bei der Leitung als Oberbürgermeister der Stadt Sinsheim. Dankeschön. Danke Ihnen.